Was ein Dreckswetter. Hey Otto. Ja, dann lass uns zur Jagd, Robs. Ja, hilft nichts. Können wir uns einen reinjagen. Nehmen wir ein 406, ne? Ja. Vorsichtig mit dem Bier. Mach's nicht so oft hier, ne? Warum springt die Scheiße nicht an? Auf zur Jagd! Robs, das ist viel zu steil hier. Ach was. Otto, weißt du, was ich gehört habe? Ja? Hier gibt es die größten, besten und ältesten Wildschweine aus ganz Vitzen. Nein. Doch. Oh. Ja, da gucken wir mal. Ja. Vielleicht ist da wirklich der Hochsitz. Wenn du einen siehst, ne, dann musst du Bescheid sagen, weil dann fahren wir ganz schnell hinterher. Machen wir. Ja, nicht wie ein Wilder. Aber guck mal, hier ist schon die Spur. Hier geht die Wildsau irgendwo durch den Knick. Ja, ich sehe das auch. Ne? Ja, schon gut mit dem Unimog. Da muss ich nicht immer laufen. Ja. Ich gehe nicht so gerne. Ne? Ach. Alles andere kannst du vergessen. Schau sie mal an, mit deinem Gebläse da. Ja, ich guck mal, ne? Das ist das optimale Wildschweinfanggerät. Ich glaube, du kannst hier gleich rechts hoch, ne? Ich glaube, da war eine Spur. Ah, noch ein ja. Stück und hier hinterm Baum, ne? Oh, genau. Der hat geknackt. Ich glaube, der Baum, der will auch gleich ein Bier, ne? Guck mal, da ist eine Säge am Baum. Die hat wohl einer vergessen hier. Tatsache. Das ist eine Säge. Gib mal meine Säge. Schmeiß doch auf eine Pritsche. Hier was ist die Spur da drüben, siehst du? Ja, da ist sie mal lang gegangen. Ja, da ist. Robs, ja? Ich werde mal eine Bodenprobe nehmen. Ja, mach das mal. Alles sonst werden wir heute gar nichts mehr. Nee, sonst wird das gar nichts mehr, ne? Das riecht nach Wildschwein. Da waren sie bei. Robs, in die Richtung. Komm. Alles klar. Scheiß hier. Hinterher. Ah, die Motoren, ne? Die ziehen jeden Berg hoch, ne? Die machen mir gar keine Gedanken. Guck mal, die wurden sogar in Gurte verbaut. Hast du Allrad drin? Ja. Jetzt geht's aber los, Robs. Robs, pass mit dem Bier auf. Mein Kopf gestoßen. Was machst du da? Ich will aussteigen. Da bin ich Kopf gestoßen. Flurschaden. Nein, das war die Wildschweine, das war vorher schon. Was soll denn Rainer Heidmann denken? Das ist sein Wald hier. Angeln und Baden verboten, der Jagdpächter. Ja, wir fahren hier ja nur durch, ne? Halt, warte, du musst doch, ist das jetzt der richtige Weg? Ja, ich hoffe doch, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja. Guckst du mal kurz auf die Landkarte? Ja, ich guck mal auf die Landkarte. Gut, dass wir hier eine haben, ne? Ja, also wir müssen, Robin, wir müssen jetzt durch den Teich, hier quer durch auf die Insel. Ah, da ist der Teich, okay. Genau, ja. Und da hinten ist dann der Hochsitz. Und in dem Hochsitz ist doch Jägermeister. Jägermeister! Ach, ja. Der wartet schon auf uns. Oh, du passt mit dem Stubben auf deiner Seite. Ja. So ein Stück hast du dazu. Also. Hey,
Ey, pass mit dem Bier auf. Ja, das merke ich ja schon wieder. Ich fahr vorsichtig. Ja. Nicht wie ein Wilder hier im Teich. Scheiße hier. Hab ich noch nie gehabt. Oh mein Gott, hab ich noch nie gehabt. Läuft doch. Geht super, der 406, ne? Muss hier um die Ecke, Robin. Oh, nee. Kann doch nicht sein. Hier. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Robin, kann doch nicht sein hier. Boah, jetzt riss die Kiste. Hey, was ist das denn hier? Hör nicht auszuhalten. Robin, ja. Guck nochmal auf die Landkarte, dass wir auch richtig fahren. Ne? Also wir müssten jetzt ungefähr hier sein, da wo die Robbe auf der Spitze ist. Genau. Wir müssen ja ungefähr hier zum Leuchtturm. Nee, wir müssen am Leuchtturm vorbei zum Hochsitz. Hinterm Leuchtturm ist ja der Hochsitz. Ja, ungefähr da, ja. Weil du vergiss nicht, dass im Hochsitz der Jägermeister ist. Jägermeister! Ja. Und das ist wichtig. Ja. Dann gib mir her die Landkarte, die ist kostbar. Okay. Auf geht's. Jetzt rechts! Okay. Hey, da steht ein Baum, über den du gerade drüber fährst. Scheiße. Irgendwas ist hier komisch. Irgendwie fährt er nicht mehr. Scheiße. Irgendwie kommen wir nicht mehr weg. Robin, ich glaube... mit deiner Tröte. Otto, lass mich das mal machen. Ah. Ich hast du dein Telefon dabei? Robin, ich habe mein Telefon dabei. So, ich ruf das Unimog-Team Fitzen an. Meinst du, die können uns helfen? Die können uns helfen. Okay. Wenn Henning uns nicht helfen kann, dann keiner. Ich hab viel von denen gehört, aber meinst du, die können uns helfen? Ja, ich habe gehört, die sitzen immer im Unimog-Team Fitzen Büro. Und sind erreichbar, ne? Probier das mal. Na, hoffentlich geht auch einer rein. Ich mach die Hilfelampe an. Ja. 100.000 Abonnenten. 200.000 Abonnenten. 300.000 Abonnenten. 400.000 Abonnenten. Oh Mann. Auskunft Unimog Team 14. Wenn Sie Beschwerden zu unseren Videos haben, legen Sie einfach bitte wieder auf. Wenn Sie T-Shirts kaufen wollen... Nee, eins wirklich nicht, ich will kein T-Shirt kaufen. Sollten Sie sich im Fitzener Wald festgefahren haben, wählen Sie bitte die... Ja, ich drücke jetzt die 8, Robin, weil die 8 soll man drücken, wenn man sich festgefahren hat. Okay. Sie haben sich also im Fitzener Wald festgefahren. Ja, kein Problem. Ich leite Sie an die nächstmöglichen Bauern weiter. Komm. So. Oh, wir müssen die Wasserpumpe unbedingt erneuern. So ein Scheiß. Na gut, irgendwas ist ja immer. Oh, Telefon. Hallo? Ja? Wir haben uns festgefahren. Sie haben sich festgefahren? Ach du Scheiße. Okay. Ja, ich soll sie rausziehen. Ach so, ja. Okay. Mach ich. Wo denn? Wo war das nochmal genau, Robin? Fitzener Wald. Oha. Ja. Passen Sie auf, wir haben Wildschweine. Okay, bin gleich da. Tschüss, auf Wiederhören. Wer fährt denn noch bei Sonnenwetter in den Wald? Okay, schnippst du einen B-Truck, ne? Jo. Ich gefahren haben, wenn ich mir den Modder angucke. Mann, warum muss man denn hier durchfahren?
Wir haben Einsatz hier. Oh, da sind ja unsere Opfer. Hey, hey, hey. Moin, Jungs, was ist hier los? Ja, wir haben es eingefühlt. Wir wollen zum Jägermeister hin. Kenn es hinten dran, hak mal ran da. Oh, das ist ganz schön tief hier. Ach du Scheiße. Wenn du umst, geht's los. Ja, dann hup mal. Ich glaube, wir müssen das aus den Pfützen rausziehen. Das ist wirklich eine wilde Aktion. Und jetzt, und. Differentialsperre, Robin! Ja! Wie nehmen wir denn vor? So, und. Ich habe mich festgefahren, glaube ich. Meine Differentialsperre arbeitet nicht. Allrad arbeitet auch nicht. Doch, Allrad arbeitet. Differentialsperre, Henning! Funktioniert nicht! Plan B, ne? Robin, mach mal das Seil ab! Ja, nimm den Oberlenkerbolzen doch. Den? Oder? Könnt ihr das Zugmaul verdrehen? Wenn man sowas rauszieht, als erstes ganz vorsichtig die Kette stramm ziehen. Weil das ist ganz schön gefährlich. Und die Kette muss immer stark genug sein. Allrad und Differential rein und wir fahren los mit dem hupenden Signal. Und raus ist er! Das ist MB-Trag. Gar kein Problem. Ja, schön. Jetzt ein Foto. Gut, jetzt abhaken. Hakst du an meinem B-Trag ab, Robin? Kurve! Scheiße! Scheiße, 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 ist das kalt. Ist das kalt? Das ist kalt und das ist überall. Oh. Scheiße, er friert ab, der Fuß. Ich krieg... Ja, kipp aus. Nee, ey, dann bleib mir hinten am Stocken. Schmeiß einmal hinten auf. Das ist nass. Jetzt ist das überall. Scheiße. Den gucken wir jetzt mal. Hoffentlich kommt er hier wieder raus aus dem Loch. Oh, Otto kippt da gerade sein... Ladedruck aufbauen und Gas. Gang wohl noch ein bisschen groß, aber er ist raus. Er muss noch mal. Ja, Gang zu groß gewesen, ne, Kollege? Ah, kein Ding. So, dann komme ich hier mal mit dem B-Trag. Was ist mit deinem Differential? Das Bier ist gut geschüttelt. Und jetzt? Ja, mit Differential ganz an. Brauchen wir ein Seil? Ja, ne? Wo ist das Seil? Da. Ja.
Das ist halt Henning Heidmann hier, ne? Differentialsperre haben wir gerade gesehen. Wir haben es extra einmal gemacht, ohne Differentialsperre geht nichts. In so einem Modder, ein Rad dreht durch, der Rest passiert nichts. Immer schön mit Sperre und dann geht das auch. Ey, 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 ey. Vorsichtig. Vorsichtig, Ole. Dank des Unimog-Teams haben wir es auch geschafft, zum Jagen zu kommen und unsere Fracht auch sicher ans Ziel zu bringen. Ne? So, wenn euch unsere Videos gefallen, dann liked, lasst ein Like und ein Abo da. Ne? Heute unsere beiden Jäger. Ja. Du bist der Gejagte gleich. Du bist gleich der Gejagte. So. Wir waren heute im Wald unterwegs und dann sind wir da in unser Moorloch da oder Wasserloch reingefahren, weil die hatten ja eine Karte, also ja, die Rückseite einer Dithmarscher Flasche, haben sich leider verfahren und sollten sich festfahren, damit wir zeigen können, wie schön wir die wieder rausholen können. Problem, die habt ihr es geschafft, festzufahren? Ja, nach Anläufen, aber du hast es gleich geschafft. Ja. Ich habe es gleich geschafft, mir festzufahren mit dem blauen Unimog. Ich hatte nur Allrad drin und dann stand ich da in so einer misslichen Lage, wo ein Rad durchgedreht hat durchs Differential. Dadurch, dass, wenn man um eine Kurve fährt, die äußeren Räder schneller drehen, die inneren leicht nicht so schnell, damit man um die Kurve fahren kann, ganz entspannt, muss man im Modder Differentialsperre einschalten, damit das nicht der Fall ist, dass die äußeren schneller drehen als die inneren und so, dass alle vier gleichzeitig drehen. Nur wenn alles ist fest, so eine Sperre wird ja mechanisch dazwischen geschaltet und wenn die Räder sich nicht bewegen, kann sich das nicht einschalten. Das ist ja wie in der Schule hier. Ja, ich will das ja mal erklären. Also stand ich da, festgefahren, Differentialsperre rein, aber ließ sich nicht einschalten. Und der hasst den Scheiß. Der kam, zum Glück hatten wir den 1500er Traktor gleich mitgenommen, um den ganzen Kram wieder rauszuziehen. Ja, Robin, gleich geschafft hast du es nicht, dich festzufahren. Nee, ich muss ein bisschen probieren, aber ja, waren schon ein paar Runden, ne? Ja. Man kann jeden Tag durch die Scheiße ballern. Und wenn man die Maschinen trotzdem nebenbei gut pflegt und wartet, dann halten die genauso lange wie welche, die nur in der Ecke standen. Ist so. Denen geht's meistens sogar schlechter. Die nie benutzt werden, denen geht's meistens schlechter, weil da kommen dann die Ölundichtigkeiten und dann gammelt da was fest und so weiter. Wichtig ist, Maschinen wollen bewegt werden. Egal ob Unimog oder sonst was. Ne, Robin? Mhm. Weißt Bescheid? Unimog 437, Baujahr 97, 2150 mit 12,50 Meter Kran. 6 Tonnen auf dem kurzen Arm und das Ganze im nächsten oder übernächsten Video. Robs, hast du Bock? Ich hab Bock.